sogenannte Conny-Gruppe, produzieren und bunkern Chemiewaffen. Sie stellen eine direkte Bedrohung für die globale Sicherheit dar. Sie müssen die Anlage zerstören und das Chemiewaffenlager sichern. Das Kommando für diese Op hat Philip Graves, Rufzeichen Shadow 01. Sie wollen das erledigt wissen? Dann ist er der richtige Mann. 01, Sie haben die Kontrolle. Danke, General. Dies ist ein Luftbodenangriff auf das von Conny besetzte Zaya Observatory. Laut Berichten verstecken sie dort im Untergeschoss ein Arsenal mit chemischer Munition zum Vernichten des ganzen Nahen Ostens und Europas. Unser Primärziel lautet, haargenau das zu verhindern. Wir erreichen das in 4 Phasen. Zuerst infiltrieren wir aus der Luft. Das Ziel ist durch aktive Raketenstellungen geschützt. Unsere Vögel kriegen direkten Beschuss, es wird also holprig. Von den Absetzpunkten rücken alle Shadows zu ihrem ersten Ziel vor. Einer von 8 feindlichen Raketenwerfern im Perimeter des Observatoriums. Ihr nehmt euren zugewiesenen Werfer ein und auf mein Zeichen startet ihr den Feuerangriff, der Zaya zerstören und einen Zugangspunkt zum Untergrundkomplex freisprengen wird. Einmal drin, lokalisiert ihr die Chemikalien, sammelt so viele Kanister wie ihr könnt und bringt sie schleunigst zu einem Extraktionspunkt, um euch und eure Fracht zu exfiltrieren. Das wird kein Spaziergang. Doch je höher das Risiko, desto fetter der Lohn. Ich bin über Funk dabei. Alle bereit, loszuschlagen? Ich sagte, alle bereit? In Ordnung. Und los geht's.